BASF hat Hauptversammlung abgehalten. Ich habe es mir angehört. Es war nach 2 Jahren virtueller Hauptversammlung wieder mal eine Präsenzhauptversammlung. Und ich war da, ich war vor Ort, denn ich finde die Präsenzhauptversammlung einfach deutlich besser. Man hat es auch gemerkt, das Kongresscenter Rosengarten, das Sie hinter mir sehen, war komplett voll. Da hat man keinen Unterschied gemerkt im Vergleich zu früheren Hauptversammlungen vor der Pandemie. Also das Interesse an Präsenzhauptversammlung ist anscheinend nach wie vor sehr groß. Aber wie lief es nun bei BASF? BASF ist ein Weltmarktführer im Chemiebereich. Und das letzte Jahr war zwiegespalten. Das erste Halbjahr ein Rekordhalbjahr. So hohe Umsätze wie noch nie. Und dann das zweite Halbjahr, da kam der deutliche Einbruch. Und da war sehr schmerzlich für BASF, dass die Tochter Wintershaldea, also der Gas- und Ölförderer, dessen Russlandgeschäft musste praktisch komplett abgeschrieben werden. Und das hat dazu geführt, dass BASF in den Verlustbereich kam. Sowas gibt es selten, gab es aber letztes Mal schon vor ein paar Jahren während der Pandemie. Aber an sich sind das sehr außergewöhnliche Jahre für BASF, denn an sich sind Gewinne das, worauf man sich bei BASF verlassen kann. Chemie ist natürlich im Moment in dieser Krise im Mittelpunkt. Die Energiepreisproblematik, und die spürt natürlich auch BASF, und das hat die Margen deutlich unter Druck gebracht. Und zum anderen natürlich auch die große Herausforderung, dass sich Chemie umstellen muss, dass neue Produkte, neue Prozesse innovativ gefunden werden müssen im Hinblick auf die erneuerbare Energienwelt. Und das ist das große Ziel und das Vorhaben von BASF, eben diesen Umbruch die nächsten Jahre zu gestalten. Bis 2050 will BASF natürlich auch CO2-neutral sein. Und das ist eine große Herausforderung im Chemiebereich. Und dazu eben diese hohen Energiepreise, die insbesondere energieintensive Branchen wie die Chemie oder den Stahlbereich sehr stark treffen. Das Positive bei BASF, der Cashflow, der war nach wie vor stark. Und das hat auch dazu geführt, dass BASF seine Dividendenstrategie weiter fortsetzen konnte, also entweder Jahr für Jahr steigende oder zumindest konstante Dividenden. Die Dividende wurde konstant gehalten auf 3,40 Euro wie im vergangenen Jahr. Und das führt dazu, weil der Aktienkurs bei BASF deutlich gesunken ist, zu einer Dividendenrendite von um die 7%. Und das ist natürlich enorm. Aber der Grund, der gesunkene Aktienkurs. Und damit können sich die Aktionäre natürlich nicht zufrieden geben. Und da das Versprechen von Bruder Müller, dass sich das in den nächsten Jahren auch wieder ändern wird, weil eben BASF stark genug ist, um diese Herausforderungen stemmen zu können. Und das ist eben auch das große Ziel für die nächsten Jahre, wie dieser Umbau finanziert werden soll. Zum einen aus dem Cashflow und zum anderen wollte BASF den Verkauf von Wintershaldea dafür verwenden. Denn die großen Investitionsvorhaben von BASF die nächsten Jahre, zum einen in China sollen 10 Milliarden investiert werden, zum anderen soll die Batterie, der Batteriematerialienbereich deutlich ausgebaut werden. Auch da sind große Investitionen geplant. Und China, diese Investition, die steht natürlich auch im Mittelpunkt. Und das kann Chance und Risiko zugleich sein. Viele warnen vor China aktuell. BASF sagt, das wird der kommende Chemiemarkt. Aktuell werden in China etwa 18% des Chemieweltmarkts wiedergespiegelt und bis 2030 soll das auf 70% steigen. Und das ist natürlich gewaltig. Und da sagt BASF als Weltmarktführer, da müssen wir vertreten sein, da müssen wir unser Engagement, unsere Investitionen deutlich ausbauen, um auch weiterhin Weltmarktführer zu bleiben.
Aber da ist eben auch Kritik von einigen Aktionären, weil China natürlich mit dem Taiwan-Problem, mit dem Aufeinanderprallen mit der US-Regierung und mit diesen ganzen politischen Unsicherheiten aktuell natürlich kritisch gesehen wird. BASF ist auch da zuversichtlich, diese Herausforderungen schultern zu können. Und die große Stärke von BASF ist ja zum einen das weltweite Produktionsnetzwerk. Da zeigt es sich sehr flexibel. Deutschland und Europa ist da im Moment das größte Problemfeld wegen dieser hohen Energiepreise. Aber da konnten auch schon einige Produktionen verlagert werden und umgestaltet werden. Und selbst wenn im nächsten Winter die Energieversorgung, die Gasversorgung problematisch werden sollte, verspricht Bruder Müller, dass das größte Netzwerk, dass der größte Produktionsstandort von BASF in Ludwigshafen nicht geschlossen werden müsste. Das wäre ja noch im letzten Winter der Fall gewesen bei einer Energieversorgung unter 50%. Also durch diese Umgestaltung, durch dieses international aufgestellte Produktionsnetzwerk ist BASF sehr, sehr flexibel. Und auf der anderen Seite der starke Cashflow, der nach wie vor vorhanden ist und die hohe Eigenkapitalquote, die hohe Substanz, die damit verbunden ist, das sind einfach Sicherheiten, auf die BASF bauen kann und natürlich auch als Weltmarktführer auf Skaleneffekte, was die Kosten betrifft. Also spannend, wie BASF diesen Umbau packen wird, spannend, wie die Entwicklung in China verlaufen wird und auch spannend, wie die Dividendenstrategie bei BASF weitergeht. An sich ja diese Langfriststrategie mit entweder konstanten oder Jahr für Jahr steigenden Dividenden, aber aufgrund dieses ja deutlich geringeren Verkaufspreis, den BASF vermutlich für Wintershaldea erzielen wird, muss diese Finanzlücke irgendwie geschlossen werden. Und da ist eben die Frage, ob der Cashflow auf Dauer ausreichen wird oder ob an der Dividende doch was geändert wird, mittelfristig gesehen. Das war's von mir aus Mannheim, aus diesem Kongresscenter Rosengarten. Ich melde mich morgen wieder. Da steht die Bayer-Hauptversammlung an und die findet dann rein virtuell wieder statt. Machen Sie es gut, bis morgen.